Hallo. Boah, ich kann euch ja wieder sehen. Also wirklich, mein Pony war wirklich bis hierhin lang, wie ihr das vielleicht im letzten Video gesehen habt. Ich hatte eigentlich vor, ein weiteres 5-Arten-Video zu machen, aber die Schule hat Mittwoch wieder angefangen. Aber ich hatte halt echt viel Stress mit der Schule und das tut mir auch echt leid. Aber naja, dafür kommt dann Dienstag ein gutes Video. Also für mich persönlich, ich finde es sehr gut. Also mein Plan war, dienstags kommt ein gutes Video. Also eins, wirklich eins, 5-Arten-Video oder irgendwie sowas. Und freitags kommt dann ein Video, wo ich über irgendetwas rede oder euch einfach so eine Art Vlog, oder wie auch immer das heißt, euch zeige. Und zwar mit dieser kleinen Kamera hier. Die kann HD aufnehmen und die ist echt cool. Und ich will euch eine Geschichte darüber erzählen. Und zwar war das in den Ferien. Da waren mein Vater und ich auf einer Kanutour. Und da war da eine Stelle, da muss man dann aussteigen und das Boot anheben, um da rumzulaufen und dann halt weiter paddeln zu können. Und ja, wir sind gekentert. Und natürlich war meine Kamera an Bord, weil ich kurz davor noch Aufnahmen gemacht hatte. Und dann ist sie runtergefallen, ganz tief und in die Ems rein. Ja, toll, was machst du jetzt? Da war ich natürlich erstmal richtig sauer und traurig und wie das halt ist mit den Hormonen. Und dann sind wir weiter gepaddelt und dann, als wir wieder dann zu Hause waren, ist mein Vater zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe die Stelle wiedergefunden. Lass mal gucken, ob wir die nicht vielleicht finden können. Da habe ich meine Taucherbrille genommen. Und war halt am Anfang halt nicht so begeistert. Dachte, die finden wir doch eh nicht wieder. Und dann sind wir halt dahin gefahren. Dann bin ich halt ins Wasser mit meinem Vater. Mein Vater hat mich festgehalten, damit ich von der Strömung nicht wegtreibe. Und dann bin ich getaucht. Ich habe sogar eine Krombacher Flasche gefunden. Die war sogar noch zu, schön gekühlt. Dann plötzlich darunter lag dann diese Kamera. Aber halt natürlich in so einem Schutzgehäuse. Boah, ich hab unter Wasser geschrien vor Freude und dann habe ich ja meinen Vater einfach umarmt, weil boah, wir waren so glücklich. Also das ist so ein richtiger Glücksmoment, wirklich. So ein richtiger glücklicher Moment im Leben. Mit der Kamera habe ich schon viele Aufnahmen gemacht. Und ja, dann will ich ab Montag dann immer halt ein bisschen aufnehmen, wenn ich gerade was Interessantes mache. Und das die ganze Woche und das dann halt zusammenschneiden und dann euch freitags zeigen, wenn ich nicht gerade irgendein Thema habe, um mit euch darüber zu reden. Das war's dann mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr seid Dienstag wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt 5 Arten. Dann bis zum nächsten Video.